Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Rome 2 Total War mit den Römern. Und ihr seht schon, wir sind durch nichts mehr aufzuhalten, haben 26.000 Denare und machen pro Runde 7.500. Allein daran erkennt man, wie stark die Römer in diesem Spiel eigentlich wirklich sind. Ja, wir haben hier unten natürlich gut bestausgebildete Truppen. Und zugegeben, wir haben nicht nur Freunde, aber ich denke, wir haben auch ein paar, Verbündete. Und zwar ist das Massilia und die Helvetier. Ja gut, die ganzen Griechen haben wir zum Feind. Hier oben müssen wir einfach mal gucken, was passiert. Und ja, wir steigen einfach mal rein in diese neue Folge. Ich hoffe, ihr seid schön mit dabei. Was bauen wir hier? Minus 4 Nahrung. Nahrung haben wir im Moment noch genug. Hier unten müssen wir umdisponieren. Und zwar ist das in Athenai. Da könnten wir ja mal... Was könnten wir denn da mal machen? Lateinischer Einfluss brauche ich nicht unbedingt. Plus 4 öffentliche Ordnung... 2 öffentliche Ordnung. Minus 4 Nahrung. Das ist natürlich ganz schön viel. Minus 4 Nahrung. Diesen haben alle minus 4 Nahrung. Außer den hier. Tempel des Neptun. Durch Seehandelsgebäude. Haben wir hier überhaupt ein Seehandelsgebäude? Nein, aber das könnten wir noch steuern. Tja, was machen wir? Also, wir bauen erstmal das hier um. Und bauen erstmal das hier aus. Machen ein Handelsgebäude und können hier dann den Neptun machen. So machen wir es. Und dann machen wir hier nochmal den Ziegelbrennofen. Gucken wir mal, was hier geht. Minus 4 Nahrung. Machen wir einfach mal. Oh, hier müssen wir mal vorsichtig sein. Haben wir hier irgendwelche Armeen? Ja, hier ist eine. Da könnten wir mal kurzerhand... Ah, Sparta kommt hier ums Eck. Da sind wir doch mal lieber vorsichtig. Wir können hier gleich noch eine Armee aufstellen. Wie viele Armeen können wir denn noch aufstellen? Das können wir gleich mal gucken. Und zwar hier. Ach ja, noch eine. Okay, na gut, das ist nicht so sonderlich viel. Dann sollen die hier sich auf alle Fälle noch ein paar Truppen ausheben. Das hier sind Prätorianer, glaube ich. Jawohl, so ist es. Hier, ein paar Legionäre kriegen die noch. Nur so vorsichtshalber. Haben auch, ziehen auch relativ gut rein. Und hier unten, diese Armee kriegt auch noch ein paar Truppen. Wir können es uns ja an dieser Stelle leisten. Nahkampfangriff. Okay. Ah, die finde ich eigentlich ganz schick. Ach so, okay, das ist jetzt da hinten drin. Kann man also nichts mehr machen. Dann machen wir hier mal die Nahrung, das ist ganz wichtig. Da sind wir soweit überall d'accord. Ja, im Prinzip... haben wir hier schon einiges gerissen. Ich erwarte eure Befehle. Erfüllt eure Pflicht, Männer. Gehen hier mal in die Städte zurück. Und können hier gleich mal einen Kampf führen. Gegen wen führen wir denn den Kampf? Hier hinten passiert eigentlich nichts mehr. Da ist der Drops gelutscht. Dann greife ich jetzt mal diese Flotte hier an. Falls sie sich denn angreifen lässt.
Ja, gut, okay, Leute, also seid mir nicht böse. Also das ist unter meiner Würde. So, wunderbar. Kann man es da nochmal probieren? Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, das könnten die letzten... Ja, aber das ist auch unter meiner Würde. Ey, 100%. So. Dann können wir hier noch ein bisschen was wuppen. Und da noch ein bisschen was wuppen. Das machen wir auch automatisch. Das klaren wir mal. Und hier geht's auch richtig zur Sache. Blub, blub, weg waren sie. Gibt es nichts weiteres? Ich erwarte eure Befehle. So, unser General ist hier eine Stufe aufgestiegen. Das ist doch mal ganz nett. Dann kriegt er das hier. Ja, wer hätte das gedacht? Also das hier sieht schon ganz ordentlich aus, muss man ja echt sagen. Hier haben wir schon... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was ist das hier für eine Stadt? Das sind die Athener. Okay, die Athener haben hier noch ein bisschen Luft zum Atmen. Jetzt gucken wir mal gerade, ob die Seleukiden schon gegen uns sind. Moment, Moment, Moment. Nein, das sind sie nicht. Und ich werde mal mit den Sueben versuchen zu verhandeln, einen kleinen Frieden auszuhandeln. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte. Ja, okay, das wollen die nicht. Weiß ich gar nicht warum. Und dann würde ich vorschlagen, ziehe ich mit diesen Leutchens hier mal. Bam, 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 bam. Wo ziehe ich da hin? Bleibe ich gleich hier an der Kante stehen, dann können die schon mal in Kleinasien einfallen. Weil das hier sollte eigentlich genügen, um Sparta zu holen. Ja, das schaffen wir irgendwie. Gucken wir mal. Oh, was können wir denn hier alles machen? In Athen, das ist aber schön. So, was können wir hier machen? Das ist die Hauptstadt. So, wunderbar. Was müssen wir hier zu... Ja, es wird eh gerade erforscht. Das passt doch passt perfekt, würde ich sagen. So, jetzt ist spannend, was der Spartaner hier macht. Müssen wir uns... Oh, periökische Speere, okay... Naja, eine kleine, mittlere Einheit, wie auch immer, sollten wir eigentlich hinkriegen. Geh du doch mal hier runter. Kannst du hier was reißen? Manipulation. Versuch doch mal, den hier zu versuchen. Mhm. Das hat ja mal hervorragend geklappt. Einen Streiter können wir hier auch machen, ja wunderbar. Okay, an der Stelle sind wir durch. Immer zu Diensten Roms. Wie sieht's hier aus? Okay, gehen wir mal hier rüber. Wunderbar. Hier lasse ich bauen. Jetzt ist die Frage, ich könnte natürlich jetzt mal noch eine Armee vorsichtshalber für Rom ausheben. Und dann können die hier nämlich auch mal gleich... Wir kriegen auch mal zwei Prätorianer. Und ein paar Velites. So, jetzt haben wir unser Geld auf den Kopf gestellt. In der Hoffnung, dass das funktioniert.
Ah, hier hinten können wir noch was machen. Moment, öffentliche Ordnung, lateinische Kultur braucht man nicht unbedingt. Wachstum pro Runde, das hört sich gut an. Ein Scheißhaus sozusagen. Ein klassisches Scheißhaus. Okay, das Einzige, was wir uns da mal überlegen könnten, ob wir hier unten... Oh, hier wird nichts gebaut. Das Einzige, was wir uns überlegen könnten, ist, hier noch eine Flotte aufzustellen. Ja. Die Flotte meldet sich. Und da können wir dann auch gleich mal ein solches Onagerschiff. Reichweite ist das hier definitiv mehr. Dann kriegt ihr hier mal noch so ein paar... Was ist das hier? Ja, dann kriegt ihr hier noch mal so einen mit. Gut. Jetzt haben wir ziemlich viel Geld ausgegeben. Halte ich aber trotzdem für sinnvoll. In Larissa können wir natürlich noch einiges machen. Schaut euch das an. Ja. So. Da müssen wir jetzt echt warten, bis das hier fertig ist, ne? Seht ihr hoffentlich genauso. Jetzt gucken wir mal hier noch. Unser Freund hier kann gleich mal eine Runde aufsteigen. Und sogar noch eine Runde aufsteigen. Ich bin hier immer für die Kultur. Das ist gerade, was die Römer angeht, nicht unwichtig. Wie kann ich euch helfen? Machtdemonstration, Attentat. Machen wir mal das hier. Soweit ist alles gezogen. Ja, machen wir mal einen Schritt weiter. Aha, unsere Spione spionieren. So soll das sein. Karthago. Unser Freund, was ja ziemlich witzig ist, finde ich. Wie schon gesagt, ich habe jetzt prinzipiell mal vor, die Barbaren vorläufig erstmal unangetastet zu lassen. So lange wie es geht, mich zu verteidigen, wo nötig. Schaut mal her, da der kleine Hund ist ja doch da glatt bei Larissa gelandet. Das bringt ihm natürlich nichts. Da wird er zermahlen werden. Entscheidend ist jetzt so ein bisschen, was der... Entscheidend wird werden, was der Spartaner da mit seiner Riesenarmee macht. Der kann mir jetzt nochmal ein bisschen einen kleinen Hieb versetzen, vor allem, wenn er irgendwo in Italien landet. Oh, ich bin total aufgeregt, Leute. Was macht der Spartaner? War er schon dran? Hat er gar nichts gemacht? Ich habe es jetzt gerade nicht mitgekriegt. Ihr Krieg beitreten mit Mut gegen also nutzt Pontus, diesem, oder um was ist uns das? Zu helfen. Veneta. Greift dieses Volk an. Ich mache dir noch mal ein Gegenangebot und du wirst mein militärischer Verbündeter. Will ich sowas? Warum eigentlich nicht? Ja gut, dann nicht. Ich glaube, Sparta war schon dran. Es ist nichts passiert, oder? Ich glaube, die haben sich einfach wieder an ihr Land zurückgezogen. Ja, da schaut her. Ja, da schaut her. Garnisonsarmee. Ja gut, okay. Ich glaube, hier braucht man gar nicht großartig kämpfen.
Der rote Saft spratzelt nur so aus uns heraus. Scheibengleise, das ist natürlich ärgerlich. Hm. So, die Runde war jetzt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber letzten Endes wird ihm das nichts bringen, denn ich befürchte, Larissa wird jetzt trotzdem fallen und damit die letzte Provinz an uns. Das zeige ich euch auch nicht, Leute. Ja. Ja, ist ja gut. Jawohl, Makedonien ist da nieder. Jetzt können wir hier mal gucken. Minus 27, okay. Liegt jetzt zum Teil daran, dass wir natürlich hier wieder eingenommen haben. Und bin jetzt echt am Überlegen, ob wir hier einen Tempel bauen sollen. Hm, ich weiß es nicht. Wieso lebt der hier noch? Das ist ja komisch. Ich dachte, ich habe die vernichtet. Rebellion. Fraktion vernichtet. Makedonien. Ach, das ist der Spartaner. Okay. Olymp. Okay. Welt der Wunder. Olymp. Gut, gut. Schiffbauerbericht. Der ist da hinten. Eine Fraktion steigt auf. Okay. Ja, gut. Hat ihnen nicht viel gebracht. Oder Industriegebäude. Ich mache ein Industriegebäude. Ich bleibe da der Linie treu. Ich erwarte eure Befehle. So, und hier wird es jetzt spannend. Wie ihr Befehl. Aha. Da sind auf alle Fälle mal seine auch ziemlich krasse Truppen. Die Frage ist, greife ich die jetzt an? Ich werde mir auf alle Fälle nochmal... Wir brauchen gute, starke Männer. Wenn ich hier eine ordentliche Flotte beisammen habe, kann ich die natürlich angreifen. Und mit denen hier werde ich schon mal auch darüber paddeln. 15, krasses 15. Das ist echt in Ordnung. Noch zwei Runden müssen die hier unten durchhalten. Attentat. Bringt nichts. Manipulation. Probieren wir es doch mal, den unter Druck zu setzen. Okay, er hat also durchs... Die plündern? Wie können die in ihrem eigenen... Aha, die plündern also in ihrem eigenen Land. Mhm. Finde ich ja sehr befremdlich, aber gut. Ich mache das jetzt mal so. Allerdings kommt der hier, naja, der ist im... Warte ich noch eine Runde? Ihre Angst und Zweifel sind unsere Waffen. Die Götter ehren mich mit Erfolg. So, okay. Naja, Leute, dann würde ich vorschlagen, ich zeige euch jetzt nochmal noch eine Schlacht. In der Hoffnung, dass ich hier obsiegen werde. Die haben natürlich schon einiges dabei. Ich krieg hier von der...
Seite auch nicht wirklich die Unterstützung. Sprich, die Chancen stehen im Moment gegen mich. Was aber unterm Strich nichts heißen muss. Ich hab da auch schon einen Plan, wa? Jetzt starten wir mal die Aufstellung. Jawohl, der kann so stehen bleiben. Infanterie! Jupiter gibt uns Kraft. Die stellen sich mal eher breit auf. Kampfinfanterie zu euren Diensten. General! Seht stolz, ihr Söhne Rots, ihr von Mars Gesegneten! Unsere Verstärkung ist eingetroffen! Jetzt gucken wir mal, wo die Halunken stehen. Wahrscheinlich da oben irgendwo auf dem Berg. Könnte ich mir vorstellen. Wenn nicht, dann haben sie ein Problem. General! Schnell jetzt! Hier oben tut sich was, aber ich glaube, das ist seine Verstärkung. Natürlich gefährlich, was ich jetzt hier mache. Ja, da kommt noch mehr nach. Natürlich echt die Frage, was passiert. Die Krieger wollen Blut. Wir hungern nach Blut und Kampf. Was schnell jetzt? Wir jagen sie alle! Kampfbereit und willig! Ja! Ich bin glücklich, Ruhm zu dienen. Wir hungern nach Blut und Kampf. Also irgendwas scheint hier ein bisschen seltsam, und zwar, ich weiß gerade nicht, wo seine Hauptarmee ist. Die muss dann doch hier unten irgendwo in diesem Talkessel sein. Hoffe ich jedenfalls. So, die Peltasten haben wir, hier haben wir auch gleich aufgerieben. Aha, hier ist seine Hauptarmee. Gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Pech für ihn.
Das ist wirklich Pech für ihn, denn so hat er natürlich null Chance, was den Höhenvorteil angeht zumindest. Okay, dann gehen wir ein bisschen auf die Seite hier. Ich gehe mal hier vor. So, dann gucken wir mal, was er macht hier. Die Reiter sind bereit. Vorwärts! Tja, wir greifen ja an, also wird es jetzt wahrscheinlich darum gehen, möglichst sinnvoll das zu gestalten. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Was haben wir hier? Wo ist ein General? Der ist hier mitten in der Mitte, wie es so schön heißt. General! Gut, dann gehen wir mal vor. Ungern nach Blut und Kampf! General! Unser General wird angegriffen! So, ihr geht mal hier rein. Ihr geht mal hier rein. Da hinten drauf. Dann geht ihr mal da drauf. Ihr geht... Ja. Ihr rückt einfach mal weiter vor. Und ihr geht mal hier rein. Ihr geht mal hier rein. So. General! Vorwärts! Zum Einsatz! Zum Kampf! Bereit! Mutige Römer bis zum letzten Mal! Jetzt gucken wir mal, was unsere Hunde drauf haben. Die Krieger wollen Blut! Hoppa! So, die haben gelitten, glaube ich. Also da bleibt kein Auge trocken. Schneller weiter! Legionäre! Kommandant! Nichts zu tun! General! Eure Befehle! Zum Kampf! Bereit! Berittener Krieger! Verstanden! Okay, so ein Mega-Charge hat es natürlich in sich. Schnell jetzt! Ja, wie schon gesagt, hier bleibt kein Auge trocken. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Bereit? Befehle? Bewegt euch, ihr Hunde! Da haben die mal null Chance. Alles klar. Und auch hier. Die Reiter sind bereit. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Schnell jetzt! Die Krieger wollen Blut. Zu Befehl. Bereit zum Einsatz. Da kann Kavallerie. Kampfbereit und willig. Okay, da haben wir sie doch fast alle in die Schlacht, in die Flucht geschlagen. Hinterher. Unser General darf sich auch noch... Oh, da kommt nochmal Nachschub.
hätte ich fast gesagt. Die Männer wanken. Ja, dann sollen die mal hier unten reinreiten. Und ihr geht man alle hier drauf. Hier ist ja auch noch was am Start. Der General sollte sich allerdings ein bisschen weghalten. Wie ihr befehlt. Okay, Gefecht beenden, Gefecht fortfahren. Jetzt gucken wir mal. Ja, schön, so soll's sein. Unser General darf sich jetzt auch noch an den Leichen unserer Feinde laben. Gut. Und unsere Hunde, die dürfen auch noch mal hinterher. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr freilassen? Das ist doch gerade der Sinn von Hunden, oder? Na gut, okay. Hat nicht funktioniert. Oder ich hab's nicht richtig gecheckt. Oder sind das hier unsere Hunde, die da schon unterwegs sind? Jawohl, so ist es. Ja, wo auch immer sie hinlaufen, keine Ahnung. So, okay, das war's. Gefecht beenden, Gefecht beenden, wunderbar. Da sind mal nicht mehr so viele übrig geblieben. Ich meine, ein paar 500 oder so. Bei uns haben natürlich auch einige Einheiten ganz schön einstecken müssen. Aber unsere Prätorianer und Pferde haben natürlich schon ihren Teil zum Sieg beigetragen, würde ich sagen. Sklaven wir gleich. Ich fürchte, das können wir nicht. Zu euren Diensten. So, die Frage ist, was tut man jetzt hier? Auf alle Fälle erstmal ein Quicksave. Und um die Spannung ein bisschen höher zu halten, werde ich jetzt an dieser Stelle... Ich bin der Held. Wie kann ich Rom dienen? Werde ich jetzt an dieser Stelle... Vielleicht trotzdem gleich nochmal nachsetzen. Das spielen wir auch automatisch. Prozent ist das doch ganz ordentlich. Das Sklaven wir auch schön. So. Und hoch die Tassen. Was ist hier nicht schlecht? Defensiv, das ist jetzt gerade das Gebot der Stunde, denn wir nehmen jetzt gleich noch Sparta ein. Wenn wir schon mal da sind, ne? Und einmal durch den Kopf gehen lassen, jawohl. Und Sparta ist unser. Wir besetzen es. Und auch diese Armee ist einen Rang nach oben geklettert. Verteidigung ist gut, prima. Das heißt jetzt, diese spartanischen Armeen haben eigentlich schon mal ausgedient, insofern, als dass sie jetzt unter starken Verlusten leiden. Und ich hier trotzdem eine relativ starke Armee drin habe. Wunderbar. Jetzt haben wir hier Prätorianer, das hört sich nicht schlecht an. Da warten wir noch. Okay. Ja. Es hat mir wieder Spaß gemacht, diese Folge mit euch zusammen zu spielen. Und ihr seht schon, wir kommen so langsam voran. Wir haben gerade Sparta eingenommen. Das heißt, die Hellenen sind so gut wie vernichtet. Zumindest mal, was die griechische Halbinsel angeht. Haben wir uns definitiv durchgesetzt. Ich denke, wir werden uns jetzt dann als nächstes Rhodos und Athen vornehmen mit Pergamon zusammen. Das werden jetzt so die nächsten Bereiche sein. Naja, und dann nähern wir uns auch schon so langsam dem Seleukidenreich, was natürlich sehr spannend wird. Ja, mal gucken. Hier hinten
hat sich jetzt noch kein so riesen Gegner hervorgetan. Es ist alles noch so einigermaßen im Lot, soweit ich das beurteilen kann. Ja, mit den Venetern haben wir noch keinen Stress. Müssen wir mal im Auge behalten, wie das hier läuft. Ja, die Sueben sind am Arsch, würde ich sagen. Dafür sind die Karusker wieder einigermaßen stark, beziehungsweise auch die Lugia. Also auf die müssen wir ein Auge haben, weil die könnten uns früher oder später mal hier ganz kräftig einheizen. Wir werden gewappnet sein und das Reich wird siegen. In diesem Sinne, bis dann, euer Don Firenze.